Hallo, ich begrüße euch zu einem weiteren Video. Ja, und zwar möchte ich mir doch mal jetzt da den Sand nochmal komplett hier angucken, den Solinger Bach, wie er den, ja, wie er den Ostbach aufnimmt. Ich habe da zwar den ganzen neuen Ostbach schon mal gefilmt, aber leider damals im Hochkantformat habe ich nicht. Habe ich Pech gehabt, das habe ich nicht gemerkt. So, das war der immer saubere Oberlauf hier. Nie Köttelbecke gewesen. Aber dann hier. Hier kam dann die unterirdische Infusion. Und hier kam er dann als Kötsche wieder raus. Gibt es ja auch noch so ein paar Uralt-Videos von mir. Und viele schöne, krasse Solabstürze haben wir hier. Einmal noch mal reingucken. Oh, schade. Habe ich aber jetzt einen Umweg gegangen, nur. Da schwimmen die Fische. Jede Menge. Aber der Abwasserzufluss. Schön zugemauert. Ich muss zugeben, ich hätte ja mehr Bock auf der anderen Seite. Was ist das denn hier alles hier für Scheiße hier? Ja? Also richtig schöne, hohe, krasse Teile hier. Bin mal gespannt, wann sie hier die Solschale rausholen. Kann man sich noch gut vorstellen, wie es hier eine Köttelbecke war, ne? Wenn man so sieht. Die ganzen, ja, auch noch die alte Wasserstandsmarke. Obwohl es ja schön ist, dass man der Bach Wasser führt. Ja, habe ich schon ein paar Mal erzählt. Für mich wird der Landwehrbach nach der Boye der wasserreichste Nebenbach der Emscher werden. Der hat hier diesen Lauf. Hat selbst genug Wasser, hoffentlich ist der Oberlauf endlich bald an den Mittellauf angeschlossen, dass das Wasser nicht mehr in der Kanalisation verschwindet, trotz dem ganzen Oberlauf. Das ist echt schade. Also vom Landwehrbach meine ich. Ja, jetzt ist der Ostbach ja auch noch angegliedert worden an das Bachsystem. Guckt euch das Ding mal an hier. Nicht schlecht, ne? Das sieht man auch schon, so ein Riesenteil. Vielleicht täuscht es auch ein bisschen. Es wird klarer, wenn ich mich da unten mal so hinstelle. Hier oben ist eigentlich der normale Betriebsweg. Aber das ist die Hecke im Weg, da sieht man nichts. Macht eigentlich wirklich Spaß. So, jetzt guckt euch das mal an hier. Also ich gehe jetzt mal hier unten hin. So, ich stehe jetzt. Ups, ich stehe jetzt hier. Jetzt guckt euch das an.
Also mein Kopf geht ungefähr bis auf der Höhe. Da. Ah ne, hier ist, wo der Finger ist. Muss man anders machen. Das ist schon so. Ich würde sagen 2,40 Meter. Und der nächste kommt bestimmt. Ach komm, wir wechseln mal immer munter die Seiten. Mal hier, mal da. Matsch, schön Matsche hier. Warte mal, das kann noch. Nee. Aber doch. Tatsächlich. Könnte auch vom nächsten, vom letzten Hochwasser hier die Marken sein. Ja, sind nicht viele. Hier sind jetzt ein paar, vielleicht doch deswegen hier. Aber das sieht auf jeden Fall, das sieht schwer verdächtig aus, um es mal vorsichtig zu formulieren. Nee. Da unten ist auch was. Die ersten Zentimeter da bei der einen nach der Mündung hier unten. Guckt mal. Seht ihr die Verfärbung da? Ups. Kann man das erkennen? Guck mal. So die ersten kann man schlecht sehen. Aber es ist jedenfalls da auch so komisch hier, dieses schleimig silber, muckig. Im Auge behalten. Meine Landwehrbach hat ja eh noch diese eine Kötteleinleitung, ja? Ist zwar minimal, was da kommt, aber trotzdem. Oh, ist alles nass. Schuhe an. Und der nächste große Solabsturz. Wobei das sind ja so Diagonalen eigentlich, ne? Das sind ja nicht so diese Solabstürze, die wurden später alle gebaut. Beziehungsweise die hast du fast. Nee, in den Oberläufen hat es früher auch diese Senkrechten gehabt. Jedenfalls nicht so die typischen, ne? So ein bisschen schräg gehen die. Der ist jetzt mal so richtig schräg, noch ein bisschen stärker als die anderen. Und da kommt der nächste. Ich hätte ja Bock, Pissbach springen zu machen, aber das ist ja nicht wirklich ein Pissbach, ne? Das macht es natürlich nicht ganz so reizvoll. Trotzdem, für alle die immer noch nicht wissen, was Pissbach springen ist, oder war, muss man ja eigentlich sagen, war. Wir haben ja bald keine Köttelbecken mehr. So, hier stand man dann früher so schön, breitbeinig. Die Kötsche hier am Herfließen.
Und ja, was hat man dann gemacht? Das hat man gemacht. Manchmal sehr lange Strecken. So. Ja, etwas nicht ganz so hoch, aber immer noch. Oh, ein bisschen ist es schon noch. Es war auch nicht der letzte. Da hinten müsste doch schon dann der Ostbach kommen. Ostbach, früher ein eigenständiger Nebenfluss der Emscher, wurde vor ein paar Monaten im Unterlauf in ein neues Bachbett umgeleitet. Das haben die extra gebaut. Ist auch schön geworden. Und der Ostbach entwässert jetzt nicht mehr als, also die Emscher ist nicht mehr sein Hauptvorfluter. Mündet nicht mehr in die Emscher, sondern jetzt hier in diesen Sodinger Bach. Welcher dann wiederum in den Landwehrbach mündet. Ja, da hinten ist die Ostbachmündung. Oh, hier hat sich was festgesetzt. An den Wasserbremsen aus Beton ist etwas hängen geblieben. Deswegen hat sich jetzt hier so ein, ja, alles Mögliche gebildet, was jetzt hier festhängt. Das Wasser staut zurück. Ja, alles bleibt hier hängen da. An dem unteren Sohlbalken, den sieht man gar nicht mehr, es fließt schon drüber her. Ein Schädelspalter. Da hängt irgendwas fest. Hat vielleicht angefangen mit so einem Baumstumpf. Ja, dann kam immer mehr von Gestrüpp und weiß der Geier was. Kann man nicht, ne, sieht man nicht. Das kann alles Mögliche sein. Kann auch ein fetter Autoreifen sein, der da irgendwie dran hängen geblieben ist. Deswegen sieht man von dem Sohlabschutz so gar nichts mehr. Ja. Und dann sieht das natürlich auch nicht mehr so schön aus. Ne? Der Kanister müsste eigentlich noch raus. Mache ich auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg hole ich den noch raus. Ist keine Lust, dem die ganze Zeit hier rumzulaufen. Keine Ahnung, warum der Schlauch hier liegt. Und da vorne ist auch schon die Ostbachmündung. Die neue. Wie gesagt, ich bin das einmal das neue Ostbachbett komplett gelaufen. Aber auch drin gelaufen, aber ohne, ja, leider, scheiß Mücke, leider mit der Kamera hochkant. Sehr ärgerlich. Da war der nämlich noch gar nicht, da floss der noch nicht. Da war das Bett nur schon soweit fertig, aber er war noch nicht eingeleitet worden in die. Boah, was stinkt das denn hier so? Boah, da hinten ist so ein komisches Gerausche. Boah. So. Das ist dann jetzt die Ostbachmündung. Ja, der Ostbach hat auch mehr Wasser, führt mehr Wasser, eine höhere Wassermenge als der Sodinger Bach. Ja, aber dann hast du auf jeden Fall jetzt hier einen schönen, ja, sieht schon ein bisschen anders aus jetzt hier von der Breite und der Tiefe. Außerdem sind jetzt auch hier Wasserlebewesen eingewandert, viele. Unter anderem noch Fische, weil die Sohlabstürze da, die behindern das ja noch. Wenn die hier einwandern wollten, aber spätestens da hinten war ja Schluss. Ne? Aber der Ostbach hat keine Sohlabstürze. Das heißt, jetzt können sich hier Wasserorganismen vom Ostbach aus hier rein, hier in die Richtung zumindest da bis zum Sohlabsturz hin bewegen. Hier könnten also Fische drin sein. Ah, da oben ist genau der Fußgängerweg. Der wird wahrscheinlich auch zu einem Uferweg demnächst. Dann heißt der Uferweg Sodinger Bach.
Überall wilde Erdbeeren. Da kommt schon der nächste Urlaubsturz. Also so viel Zeit dann haben die Fische doch nicht. Sich nach da, wobei runter wird es dann noch gehen. Aber es gibt kein Zurück mehr dann. Ich quatsch ganz schön viel heute. Ach, guck mal. Nee, Entwarnung. Der Solabsturz wurde zurückgebaut. Dann können die Fische natürlich, das ist kein Problem hier. Dann können die weiter wandern. Ja, da wurde für so ein kleines Stück, ne, das Ding wurde weggemacht, der Absturz, und die Solschalen hier auch rausgeholt. Für ein Stückchen zumindest. Und na gut, dann geht es wieder weiter mit Solschalen, aber egal. Wie wir ja wissen, ist das kein Grund, dass da nicht trotzdem Fische überleben. Ja, leider sehe ich noch überhaupt keinen. Ja, also nochmal, irgendwie wegen wasserreicher Nebenfluss, der Emscher. Also wir haben ja nicht nur den jetzt hier, den Solinger Bach, der jetzt, man sieht, ne, schon doch eine gute Wassermenge dem Landwehrbach zuführt, der selbst auch nicht gerade schwachbrüstig ist. Weil auch und wohl, obwohl sein Oberlauf leider immer noch in der Kanalisation verschwindet, was hoffentlich bald der Vergangenheit angehört, wenn das auch noch dran ist. Der hat ja den guten Nebenbach, den Deininghauser Bach noch, der auch immer gut Wasser führt. Ja, und dann hier noch und da noch so ein kleiner Radiheimi, zumindest temporär, Wasser führt. Oh, alter Schwede, stinkt das. Puh. Ich glaube, dann gehen wir mal kurz auf der anderen Seite lang. Oh, wir gucken hier überhaupt rüber zu kommen, einfach ist das nicht. Keinen festen Absprung. Komm. Ey, Kacke, Mann, das ist breit. Weggerutscht. Ja, ein RÜB. RÜB vom Solinger Bach. Dahinter fließt die Kötsche unten lang. Da wird ein Drosselbauwerk sein, das bei Hochwasser dann nicht das ganze Wasser durchlässt und dann kommt das hier raus.
Man sieht es ja auch am Klopapier, ne? Wie hoch das hier gewesen ist. Ach, guck mal, da siehst du die Pritsche doch da. Da fließt der Kanal. Ja, nochmal auf der anderen Seite gucken, ob man sehen kann. Das ist jetzt keine Treppe, aber wie dick der Kanal ist, wie viel Durchmesser die Rohre haben. Boah, stinkt das. Nein, riecht das. Muss es heißen. Ach, guck mal, da rauscht er lang. Seht ihr das? Da. Leider habe ich keine Taschenlampe mit dabei, aber die brauche ich eigentlich auch gar nicht. Sieht ja auch so alles. Ein Dreckfinger drunter. Aha. Nee. Ich würde da lieber unten lang gehen. Mache ich auch. Ja, über die ganze Schicht, die da unten noch auf dem Boden liegt, das sind ja diese, ja, man kann schon sagen, Jahrhunderte alten Sedimente. Da sagt die IGLV, das lassen wir so. Das spült sich durch Starkregen und andere Regenereignisse, wird sich das von alleine abtragen. Aber ganz ehrlich, Leute, und wir haben Bäche gesehen wie den Hüllerbach oder den Schwarzbach, auch den Landwehrbach. Das funktioniert so nicht. Eigentlich sogar ganz gut, dass das nicht funktioniert, weil ganz ehrlich, wenn sich das im Laufe der Zeit, ja, alles wegspülen würde, das würde alles in die Emscher gehen. Die ganzen hochgiftigen, alles mögliche Drecks-Hinterlassenschaften von Firmen, chemischen und Steinkohlewerken und was weiß ich. Guck mal hier. Na, echt, nee. Ins Auge geflogen, blödes Viech. Hier sind zu viele Mücken. Ah, kann ich hier rüber durch den Muck? Ja. Jemals böser Zufluss. Ah, genau reingelaufen, voll durchs Netz. Shit, ah, wird schon wieder. Ja, Mücken haben wir hier viele. Ihr Spinnen, fangt doch mal die blöden Mücken hier. Wahrscheinlich gibt es zu viele davon, so viel können die gar nicht fressen. Spider-Man. So. Jetzt sind wir also hier. Warte mal, die ganzen Spinnen erstmal. Spinnenweben loswerden. Erstmal hier hoch.
So, weiter geht's. Hier war noch Verdacht auf Krüttelbeckeneinleitung. Moment, wo war es? Das war doch hier. Jetzt komme ich hier nicht mehr runter. Darf nicht wahr sein. Fuck. Großartig. Aha, der Kanal hat die Seite gewechselt. Gerade war er auf der anderen Seite, jetzt ist er hier. So, warte mal, bevor ich jetzt da nicht runterkomme. Habe ich nicht gerade eine Treppe auf der anderen Seite gesehen? Ach, da unten. Irgendwo hier war doch noch diese komische Einleitung. Da. Also ich... Das ist doch... Könnte mir doch sagen, was er wollt. Guckt mal. Guckt mal erstmal hier. Hier ist alles, ne? Da ist nichts, nichts, da ist grün, der Boden und jetzt hier nach, was ist da denn da am Rand? Das sind so alles Klopapierfetzen, alles kleine Klopapierpartikel. Da, guckt, aua, ach, scheiß Viech. Da, seht ihr das? Könnt ihr das, kann man das erkennen? Guck mal, ich zeige euch mal hier. Ups, da, da, da. Und das ist da nicht. Das fängt nämlich erst hier an. Hier fängt das an und geht hier weiter die ganze Zeit. Bis da hinten hin. Das ist Abwasser. Hier. Hier am Rand entlang. Alles voll, die ganze Zeit. Nur hier. Kommt von der Einleitung. Hier, alles voll. Da, guck mal. Da schwimmt die Scheiße doch. Da. Und da, da hängt ein Köttel. Da hängt ein Köttel. Da. Immer noch hier überall am Rand diese ganzen kleinen Klopapierflecken. Oder Partikel, die da hängen geblieben sind in den grünen Algen. Also eindeutig. Gerade bei der letzte Mal auch so. Ja, es wurde nicht so recht dran gedacht, geglaubt. Warte, Moment. Dass das wirklich Abwasser sei, wurde so ein bisschen in Zweifel gezogen, aber eindeutig ist das Abwasser. Da, guckt doch mal, guckt euch das doch mal an. Seht ihr das? Was hängt denn da? Das hängt nicht vom Hochwasser. Nee. Hier, da. Das kommt aus diesem Zufluss gerade. Alter, hier kannst du überhaupt nicht hergehen. Was ist denn hier los?
vorne wird es besser. Aber mal ganz ehrlich, dann ist das ist auch wenig tröstlich dann, wenn man sagt, ja, ist ja stark verdünnt. Nein, wenn ich weiß, dass da sowas drin rumschwimmt, das kann alles Mögliche sein. Das kann WC-Reiniger sein, richtig scharfes Scheißzeug. Dann habe ich auch keinen Bock, hier reinzufliegen zum Beispiel. Und könnte dann sagen, oh, ist ja egal, ist ja nicht so schlimm. Ist ja ein sauberer Bach, auf gar keinen Fall. Kommt gleich noch ein RÜB, noch ein zweites, was überlaufen kann und tut. Ach, das ist da ganz hinten erst, hinter der Brücke. Naja, so weit müssen wir jetzt auch noch gehen. Wie gesagt, aber der hat so gut durch den Ostbach echt einen guten, stabilen, größeren Abfluss jetzt. Immer noch alles voller Spinnweben hier von gerade. Jetzt muss ich auch noch darüber springen. Scheiße, daher zu laufen. Ich gehe oben lang. Jetzt geht es ja eh nur noch zu dem RÜB. Weil kurz danach. Ach nee, warte mal, wir gehen so. Kurz danach kommt nur noch diese verrohrte Strecke unter der Eisenbahn durch. Da mündet dann der Solinger Bach in den Landwehrbach. Da habe ich ja auch schon Videos von gemacht. Sowohl jetzt von oben als auch von unten durch den Spundwandkanal habe ich mich da durchgekämpft, weil es zugewachsen war. Das Stückchen brauche ich nicht mehr. Ich gehe jetzt hier noch bis zu dem RÜB. Eigentlich hat mich ja eh nur das interessiert. Diese Mündung da vom Ostbach. Ich bin schon wieder viel weiter gegangen als eigentlich. Möchte ich die 40 Minuten aber auch noch voll machen.
Hier war ich ja schon mal letztens gewesen, habe ich noch ein Video eingestellt. Da kam auf einmal ein Wagen von der EGLV. Da musste ich stiften gehen. Ja, das ist ein bisschen andere Art. Wir gucken gleich. Da ist zwar ein Dreckfänger drunter, aber man kann dran vorbeigucken ein bisschen. Aber das rauscht gut. Sieht gar nichts hier von der Sonne. Was? Was ist das? Pumpwerk. Ah, Solinger Bach. Pumpwerk Herne Börnig. Ah ja. Hier ist doch ganz dick und fett da oben, ich Depp.